Der Begriff Spiritualität ist eigentlich noch recht jung. Jedenfalls im allgemeinen Bewusstsein unserer Gesellschaft. Und in den letzten 30 Jahren hat sich unglaublich viel verändert in Richtung Offenheit gegenüber dieser vertikalen. Bis dahin war die Horizontale, das Materielle, einzig bestimmt. Und die Zeit mit des Kali-Yuga, des dunklen Zeitalters, ist vorüber. Und das weiß natürlich auch jene Kraft oder jene Kräfte, die dieses Kali-Yuga bestimmt haben. Das heißt, in den letzten 30 Jahren wurden sehr, sehr viele Irrlichter aufgesetzt, denen die Menschen gefolgt sind und noch immer folgen. Und deswegen freue ich mich mit der Katrin Schulmeister heute über diese spirituellen Irrwege zu sprechen und wie man sie erkennt, damit wir tatsächlich bei uns selber wieder ankommen. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Katrin, wir haben im ersten Gespräch halt über deinen Weg durch das Burnout, durch die Depressionen hindurch zur Selbsterkenntnis gesprochen, haben aber diesen Aspekt ausgeklammert sozusagen, weil der ist dir bestimmt untergekommen in diesen 3 Jahren, seitdem dieses Burnout bei dir sich gezeigt hat. Du hast gesucht, wusstest erst nicht, wonach du eigentlich suchen wolltest in dir. Und du hast jetzt einen, den Sadhguru, genannt, aber da gab es ja noch ein paar andere, und C.G. Jung zum Beispiel, die dir auf diesem Weg der Innenschau geholfen haben. Aber du hast offensichtlich auch andere Konzepte, spirituelle Konzepte kennengelernt, die du für dich quasi entlarvt hast, um mal so einen Ausdruck zu sagen, entlarvt hast als ein Irrlicht. Ein Irrlicht, das dich in Konzepte sozusagen, ja, Web, ne, wie so ein Spinnennetz in Konzepten festhalten will. Und dein Wunsch war ja, davon frei zu sein. Kannst du mal einfach ein Beispiel nennen, was einen spirituellen Irrweg ausmacht? Ja, also es ist grundsätzlich einmal so, auf was ich relativ schnell gestoßen bin, war quasi so, dass in vielen dieser Philosophien und Wegen das Thema Heilung nicht wirklich ein Thema war, ja, wo ich so diese Ebene des Menschseins, auf die wird in vielen Philosophien oder vielen Pfaden, die da beschrieben werden, da wird immer so herabgesehen auf das. Ja, jetzt war für mich dann aber, ich habe mir dann überlegt, okay, wenn ich jetzt, ich bin ja jetzt hier in diesem Körper und über das, was diese Realität für uns ist, über das kann man diskutieren, leben wir in einer virtuellen Realität oder was auch immer. Fakt ist, du siehst mich jetzt hier als Katrin, ja, das ist meine Lebenswelt, und wenn ich bin mehr der Mensch, der den Weg der Annahme geht. Jetzt nehme ich das an, was gerade ist, und das ist jetzt diese menschliche Daseinsform, ja. Dann ist es für mich nicht zielführend, zu versuchen, davor zu flüchten, weil es ja einen Grund hat, offensichtlich, warum ich das jetzt erlebe in dieser menschlichen Form. Und da habe ich halt begonnen zu sehen, dass viele dieser ganzen Konzepte mehr oder weniger eigentlich oft Bewältigungsstrategien sind,
gerade für Menschen, die psychische, mit der Psyche oder vielleicht auch körperlich an ihre Grenzen in irgendeiner Form gestoßen sind oder durch eine Lebenskrise, wo dann ein Weg der Spiritualität begonnen wird, aber ohne den Fokus irgendwie auf Heilung zu legen oder das wirklich außen vor zu lassen, so quasi dieses Ganze, du kannst dich transformieren und du musst nur erkennen, dass das alles eine Illusion ist. Und das ist für mich aber etwas, wo dann auch so auf die menschliche Dimension und auf die Emotionen herabgesehen wird. Eben dieses, da gibt es eben schon, Sadhguru unter anderem redet auch von quasi schlechten Gefühlen. Und wirklich aus meiner Erfahrung gibt es das nicht. Deswegen ist es für mich ja so wichtig zu sagen, da ist das ganze Wissen quasi ist in dem Feld und jeder von uns hat einen gewissen Zugriff, je nachdem, wie fein er sich schon gestimmt hat, seine Antennen. Und es ist aber halt so, dass wir eben alle Menschen sind, unsere menschlichen Seiten haben unsere blinden Flecken und jetzt, wenn die noch, eine noch so klare Information durch einen ein bisschen verschmutzten Kanal geht, dann ist das Endprodukt, was rauskommt, trüb. Ja. Und so verstehe ich auch, also deswegen das, was ich auch im ersten Gespräch gesagt habe, du findest nirgendwo die eine Wahrheit. Du findest überall Teile der Wahrheit und das ist eben auch mein Ansatz zu sagen, okay, auch was ich jetzt hier sage, sollen die Menschen hinterfragen. Ja? Und nicht einfach als gegeben nehmen. Aber das ist eben das, dieses ganze Thema ist mir dann aufgefallen, es ist so komplex und diese Nuancen zwischen dem, vor eigentlich diesem Dasein irgendwie mehr oder weniger zu flüchten und Spiritualität zu benutzen als Bewältigungsstrategie, was eigentlich grundsätzlich eine psychische Thematik ist, die aus einer Geschichte, die du als Wesen hier hast, entstanden ist. Ja, ja und dem einfach vor dem zu flüchten, ja, oder in sein volles Potenzial zu kommen. Und ich denke mir halt, das ist so, diese Fragen habe ich dann gestellt. Ich bin hier eben als das, was ich jetzt bin und ich möchte doch gern wissen, was bin ich, wer bin ich und was für Potenzial steckt in dem Geschenk dieses Lebens. Und nicht, wie richte ich mir das Leben nachher oder das ist nämlich genau das, es sind alles diese Dinge, die uns aus dem Moment reißen und wo wir uns irgendwelche Ziele setzen, irgendeinem Glauben folgend, ich würde mehr und habe nach und nach mehr das adaptiert, einfach das Leben auf sich zukommen zu lassen, was kommt, anzunehmen und mit dem zu arbeiten, was da ist, statt irgendwelche großartigen Ziele zu definieren, ja, sondern wirklich eben sich der Suche zu verschreiben, der Suche nach, was ist mein Potenzial, was bin ich fähig hier zu tun, wenn ich wirklich in meine Kraft komme, ja. Und dafür gehört Heilung dazu und das ist so ein Aspekt, der fehlt mir bei so vielen Gurus und bei vielen spirituellen Lehrern. Mir ist schon bewusst, es spricht alles unterschiedliche Ebenen an, ja, weil du brauchst für jede Ebene, es gibt Menschen, die haben ihre Geschichte relativ gut aufgearbeitet, da kann dann jemand wie Sadhguru gut abholen. Nur für die Menschen, und das glaube ich betrifft die Mehrheit der Menschen, für die dieses grundlegende Aufräumen noch nicht stattgefunden hat, für die ist es dann eine Flucht wieder vor sich selbst und wieder in den Kampf einzusteigen, wie die Maria Sanchez das auch so schön sagt, dieser innere Transformationskampf, und diesen Narrativ haben wir halt schon stark in unserer Gesellschaft, ja. Also das zum Beispiel Selbstoptimierung, ne, das ist ja so ein, genau, so ein Begriff, den Maria praktisch auch entlarvt, ne, dass wir uns da unter Druck setzen, ein anderer sein zu müssen, statt die Perspektive auf uns zu verändern. Ja. Also statt uns zu verändern, dass es wichtig ist, unsere Perspektive auf uns als menschliches Wesen mit dieser Geschichte, mit diesem, ja, Traumata, die wir da hatten, also zu verändern, statt uns verändern zu müssen. Mhm. Ja. Also der Aspekt der Heilung. Heilung heißt für dich ja aufräumen. Mhm. Ja, also ich sage das immer so, ich verwende da immer eine Metapher, und zwar jeder von uns hat bei der Geburt
einen Rucksack mitbekommen. Und zwar der Rucksack, der wurde schon gefüllt von den letzten Generationen davor und der wird dann eben immer weitergegeben. Je nachdem, ob jemand was auspackt aus dem Rucksack oder was anderes einpackt, bekommst du dieses Paket. Du füllst diesen Rucksack im Lauf deiner Kindheit, Jugend, jungen Erwachsenenalters immer weiter mit Dingen. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo du dich entscheiden kannst, weil vielleicht auch die Last zu schwer wird, diesen Rucksack mal hinzustellen und beginnen, ihn auszupacken. Und diese Metapher verwende ich dafür gerne. Und das macht man natürlich nicht alles auf einmal. Oder das ist eben Step by Step, wo man eben auch diese ganzen tollen Werte selbst lernt. Und zwar Geduld an den Tag zu legen, hatte ich überhaupt keine, nicht für mich selbst, schon gar nicht für andere. Und man merkt halt schon, die Gesellschaft hat uns so konditioniert, dass wir uns mit so vielen Dingen selbst im Weg stehen und das eigentlich gegen diese natürlichen Prinzipien arbeitet. Es gibt diese alten Sprüche wie gut Ding braucht Weile zum Beispiel, wo so viel Weisheit drinsteckt in diesen paar Wörtern, ja, und was wirklich wahr ist und eben ja, nachzuschauen, okay, was ist in diesem Rucksack, solange ich mir nicht bewusst bin, was in diesem Rucksack ist und ich spüre nur, dass da das Gewicht immer schwerer wird, ja, werde ich nicht weiterkommen. Heißt es auch, ich frage mal nach dem Rucksack, dem Inhalt des Rucksacks, wenn ich dich richtig verstanden habe, siehst du jetzt auch, dass wir sozusagen Lasten uns aufbürden lassen in diesem Rucksack, die gar nicht unsere sind. Natürlich. Also sprich transgenerational. Familiäre Themen, ja, die Dinge, die dir jemand... Die Sachen unsere Ahnen. Ja, genau. Ja. Eben transgenerationale Traumata sind da zu finden. Also wir haben durchaus viele Tendenzen und Traumen, die jetzt nicht entstanden sind aus unserer eigenen Geschichte per se. Das ist aber das eben... Deswegen ist es ein ganzer Lebensweg und nicht, ich mache das jetzt ein Jahr und dann ist alles toll. Also das funktioniert nicht. Je tiefer man einsteigt in das, desto mehr offenbaren sich diese Dinge dann auch. Man beginnt halt einmal, der Rucksack ist ganz oben, sind einmal die Dinge, die dich betreffen. Also was du reingepackt hast, ist der oberste Inhalt. Und dann je nachdem kommst du halt dann immer tiefer. Und da kommen eben auch zuerst einmal die letzten Erlebnisse, die Kindheitstraumen, dann auch diese ganzen Glaubenssätze, was dir erzählt wurde. Mein Vater hat zu mir immer gesagt, ich habe halt immer gern lange geschlafen und ich bin auch gern mal einfach wo rumgelegen. Ja? Da war ich immer faul. Und das war dann wirklich so eine Annahme in mir, ich bin halt fauler als andere Leute. Und so auf dem Weg bin ich auch zu dem gestoßen, eben wirklich mal selbst zu hinterfragen, diese Dinge, die du glaubst, über dich selbst zu wissen. Die meisten Menschen bauen ihre Persönlichkeit nicht aus eigenen Annahmen über sich selbst, sondern aus dem, wie andere sie sehen. Und das ist halt die Frage, darf ich mir stellen in meinem Leben, möchte ich, dass die anderen Menschen der Regisseur von meinem Drehbuch sind? Ja? Mhm. Oder möchte ich die Regie selber übernehmen? Und das Drehbuch selber schreiben. Und das Drehbuch selber schreiben und hinterfrage. Und ich bin durchaus jemand, ich habe gelernt, wie wichtig Entspannung ist, wie wichtig Abschalten ist. Das ist ganz, ganz essentiell für uns, mal einfach nur zu sein, weil es auch heilend ist. Ja? Ich bin aber durchaus nicht voll. Also wenn ich für das ich brenne, da kenne ich diese Faulheit nicht. Ja, ich verfolge diesen Weg der Selbsterkenntnis wirklich seit 3 Jahren. Ich habe mich für das entschieden und das begleitet mich jeden Tag. Es kommen jeden Tag irgendwelche Prozesse hoch das ist einfach, da ist man nicht faul, im Gegenteil. Ja, ja gut, das Wort Faulheit wird auch bei vielen, die in ihrer Auffassungsgabe ja, sehr stark sind, die dann nicht büffeln müssen, ne? Für irgendetwas in der Schule, dann sagen sie sind faul. Aber in Wirklichkeit kapieren sie nur schneller und müssen das nicht sozusagen bis zum Erbrechen nachkauen und reinbimsen und so, was dann bei den Vokabeln dann ein bisschen schwieriger wird, ne, weil die sich nicht einfach so erschließen lassen oder so. Da muss man schon eine Strategie
entwickeln, also eine Lernstrategie oder so. Aber das habe ich bei ganz, ganz vielen Menschen, die ja hochintelligent waren, die haben ganz häufig von sich selber behauptet, sie seien faul. Und das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Und ich selbst auch, habe das auch gesagt, ich bin faul. Aber ich habe einfach nur einen Hang zur Muße. Mhm. Und als ich das erkannt habe und diesen Hang zur Muße anerkannt habe, ja, seitdem ist das gut. Also da bin ich ja, auf einem guten Weg, ja, mich nicht mehr faul zu nennen oder zu verurteilen, wenn ich sage, nee, das kann ich auch morgen machen. Mhm. Jetzt brauche ich einfach mal Schlaf oder sonst was. Kannst du mal so einen ganz prägnanten Irrweg, das war jetzt sehr allgemein, also dass der Aspekt der Heilung und damit, also diese wirklichen Innenschau, meine Dunklen, meine Schatten und also das, was wir als Schatten nennen, unseren inneren Deep State sozusagen auszuleuchten, ist das alles? Oder ist es das schon? Na, das, also wie gesagt, das ist eben ein breit gefächertes Thema mit sehr vielen Nuancen. Ich würde nur kurz zu dem gern vorher nur ganz kurz was sagen. Bitte. Für mich kommt das halt auch viel, also es steht auch immer die Sinnfrage, steht sehr viel dahinter. Und das ist eben auch, das ist für mich genau dort ist eine der größten quasi Fallen der Spiritualität. Nämlich mit welcher Intention gehe ich einen Weg der Spiritualität oder der Selbsterkenntnis? Und es ist halt das, die Frage, die man sich selbst so stellen darf, ist mein Sinn dieses Lebens wirklich darin zu suchen, wie soll ich sagen, irgendwelche bestimmten Daseinsformen oder Bewusstseinsebenen, die jemand definiert hat, zu erreichen, ja, um irgendwas zu erreichen, quasi das mit diesem Leben vielleicht gar nichts mehr so per se zu tun hat oder schon gedanklich in der nächsten Inkarnation zu sein, ja, oder gehe ich diesen Weg, weil ich wirklich mein Potenzial und meinen Sinn in diesem Leben erkennen möchte. Also kann ich da mal einhaken? Also meinst du, ob ich dich richtig verstehe, meinst du jetzt zum Beispiel, es gibt ja Wochenendseminare oder Wochenseminar, wo ich dann Aura sehen kann, den Kontakt zu Verstorbenen aufnehmen kann. Also sag ich mal, alles, also Wahrnehmungskanäle zu öffnen, und das dann als Ausweis zu nehmen, ich bin spirituell. Natürlich, natürlich. Und das ist eben genau, das ist eben das nächste, quasi dieser nächste Punkt, der da reinfließt, ist eben das Thema Identifikationen. Mhm. Es ist was, das ist wieder so ein Aspekt, der, da wird oft gepredigt und so, quasi, oder in der yogischen Kultur ist es auch dieses sich quasi lossagen von jeglichen Identifikationen, das Erkennen des reinen Seins, wo ich total dafür bin und so. Nur im Menschlichen, du lebst dieses Leben in dieser 3D-Welt auf der menschlichen Ebene und da hast du gewisse Identifikationen, die du auch brauchst, ja, damit andere Leute dich, weil du bist der Bruder von jemandem oder der Vater von jemandem und das bist du einfach für diese Leute. Ja. Dem kommst du auch nicht aus und man hat ja da seine persönlichen Beziehungen. Und ich finde nur, dass eben, wenn man sich, viele Leute reden sie dann ein, sie hätten diese Identifikationen, aber nicht, weil sie haben sich ja davon losgesagt und das Leben geht aber so normal weiter. Diese Menschen neigen dann auch dazu in der Spiritualität eben sich, sie finden irgendwas, wo die Aussagen so quasi resonieren mit den Teilen, die man gern sein möchte und das, wo man quasi irgendwelche, es kommt immer darauf an, was ich lese, mit welchem Level an Bewusstsein ich rangehe. Je nach Level an Bewusstsein lese ich oft lesen Leute aus gewissen Philosophien bestimmte Dinge raus, die jetzt so dieses Ego gerne haben möchte. Und für den Rest findet man so irgendwelche Ausreden quasi. Und es ist halt wirklich so, Identifikationen sind nichts Schlechtes, aber auch da bedarf es Ehrlichkeit, sich bewusst zu sein, dass wir die alle besitzen, weil nur dann
bin ich nicht gewillt, noch welche hinzuzufügen, weil ich wirklich merke, natürlich sind diese Identifikationen, wenn jetzt jemand stirbt, mit dem du identifiziert bist, weil du in einer persönlichen Beziehung warst, ist das Leid. Und Leid ist aber auch ein Teil des Lebens. Viele dieser Dinge sind geschaffen im Endeffekt, damit der Mensch wieder vor Leid flüchtet. Ich kann mir jetzt wirklich quasi jede Identifikation ablegen, indem ich meinen Willen dafür benutze, mich wirklich abzuschneiden, ja, und das quasi wieder dann so zu Schattenthemen. Das wird immer zu einem Schattenthema dann trotzdem. Und früher oder später, glaube ich, bringt es Menschen in irgendeiner Form an ihre Grenzen. Und das glaube ich halt ultimativ, dass das bei vielen passiert, spirituellen Lehrern, Gurus, dass da wirklich einfach gewisse Teile echt komplett wegfragmentiert werden. Das wird komplett unterdrückt und man identifiziert ja dann nur mit dem Aspekt des spirituellen Lehrers mehr in sich selbst. Und ich denke mir halt immer, für mich hat sich da, ich bin ein sehr kritisch denkender Mensch immer gewesen und es ist für mich schon so, dass ich mir die Leute, von denen ich mich inspirieren lasse, auch mittlerweile gut anschaue, beobachte. Du siehst, wie jemand in seinem Körper ist. Du siehst schon an der Hautfarbe, an der Haltung, wie jemand mit seinen, ich sage mal so, ob jemand in seinen Dimensionen, die er als Mensch darstellt, wirklich Balance erlangt hat. Ja? Oder ob da eben nur große Themen sind. Und ich bin der Meinung, dass man da vorsichtig sein sollte, welchen Philosophien man folgt und sich diese Menschen, die diese Philosophien weitergeben, man darf das kritisch hinterfragen. Und wir dürfen auch althergebrachtes Wissen hinterfragen, wir dürfen es transformieren, wir dürfen was hinzufügen. Ich bin sehr für die Bewahrung von altem Wissen. Ich bin aber wirklich kein Freund, eben auch nur weil es altes Wissen ist, das zum Dogma zu erklären, ja. Und das darf man nicht hinterfragen. Und natürlich, warum sind viele spirituelle Lehrer und so verkaufen Dinge als die einzige Wahrheit? Und um selbst dem aus dem Weg zu gehen, dass vielleicht irgendjemand von den Anhängern oder wie auch immer beginnt, Dinge zu hinterfragen. Ja? Also Anhängerschaft würde jetzt auch nochmal so ein Punkt sein, ne? Also wo das ist für mich ein eindeutiger Irrweg, ja, wenn man von jemandem ein Anhänger ist. Ja, viele Leute erklären sich halt selbst dazu und oft auch unbewusst. Ja. Ja. Also natürlich, ich muss sagen, der Sadhguru ist halt zum Beispiel so jemand, du spürst halt diese Lebensenergie und dieser Mensch besitzt etwas. Ja, und viele von diesen Dingen, die er sagt und so, die sind wirklich, und ich verneige mich da wirklich zutiefst vor dem auch, was der Mensch schon geschaffen hat. Ja. Ja. Nur wie gesagt, ich persönlich aus meiner Erfahrungswelt stimme nicht mit allem überein, was er sagt. Wollte ich gerade sagen, also ich habe neulich ihm was gehört, das gibt es, und da darf man auch sagen, er ist ein Mensch, trotzdem. Und es ist aber so, dass sich diese Leute oft selbst gar nicht, die stellen sich nicht. Und er hat mehrmals aufgefordert, in Videos auch die Menschen selbst zu hinterfragen, selbst sich zum Sucher zu erklären. Mhm. Ja, und das ist aber einfach das, was doch auch schön ist. Er ist auch nur ein Mensch. Und nicht alles, was er sagt. Aber ich glaube halt auch, es ist so, wenn eine gute Intention bei jemandem dahinter steckt, wird etwas Gutes in einer Form daraus erwachsen. Also auch das nochmal, ganz, ganz wichtig, zur Selbstprüfung des Weges, den wir gehen. Welche Intention verfolge ich? Will ich sozusagen meinen Selbstwert erhöhen, Klammer auf, da gibt es nichts zu erhöhen und auch nichts zu erniedrigen, weil wir das wert sind, was wir sind. Einfach weil wir sind, Klammer zu. Mhm. Also will ich meinen Selbstwert erhöhen durch bestimmte Werkzeuge, die ich erlernt habe, spirituelle Werkzeuge, mit denen ich bestimmte Bewusstseinserweiterung erfahre und Erfahrungen mache, das All-Eins-Eins, entschuldige bitte, aber das ist ja wunderbar, nur
Also welche Intention ist es? Ne, das, oder der permanenten, des permanenten Glücklichseins. Also Glück als sozusagen Ausweis von Fortschritt, ja, auf dem spirituellen Wege. Welche Intention habe ich? Oder gehe ich, ne, so wie ich dich verstanden habe, daran, ich mache mich auf die Suche nach mir selbst und schau. Und schau einfach. Und schau und fühle und schau. Ja. Statt mir ein konkretes Ziel zu setzen, was vielleicht sogar andere vorgeben, ja, also zum Beispiel Glück, so. Und wenn ich es nicht erreiche, dann bin ich natürlich wieder, ja. Ach, was bin ich denn schon? Ja, ich persönlich glaube halt, dass wir durch so, sage ich einmal, Figuren wie Jesus oder Buddha oder so, einen, dass halt diese Inkarnationen einen Vorgeschmack waren, auf was eigentlich das menschliche Potenzial beinhaltet. Ja. Und ich glaube, halt, man darf sich schon bewusst sein, jedes Ziel, das ich mir setze, ist auch, ich meine, ich kann mir nach dem Ziel dann ein weiteres setzen, keine Frage. Nur wenn ich gewisse Dinge, ich befinde mich jetzt auf einer Suche, ich kenne gewisse Aspekte von mir selbst noch nicht. Jetzt kann ich nicht alles von mir selbst in diese Ziele überhaupt hinein definieren. Ja. Ich gar nicht weiß. Und ich setze mir damit, denke ich, also für mich persönlich hat sich das so angefühlt, wenn ich das jetzt mache, dass ich sage, okay, ich möchte erleuchtet werden zum Beispiel, ja. Vielleicht setze ich mir damit aber auch eine Grenze. Und was ist, wenn ich dann dort bin, warum nicht? Schauen wir mal, was alles möglich ist. Da gibt es doch das schöne Wort von ein Schüler kommt zum Meister und sagt, was kann ich tun, um Erleuchtung zu erlangen? Er sagt, geh Holz hacken. Ne? Und kommt dann nach einem Monat wieder und sagt, Meister, ich habe Holz gehackt, was das Zeug hält, aber ich bin noch nicht erleuchtet. Geh Holz hacken. Ne? Und der hackt Holz und irgendwann kommt er dann, Meister, ich bin erleuchtet, was soll ich jetzt tun? Geh Holz hacken. Ja, also, heißt ja auch so schön, die Intention ist die Seele der Tat. Das heißt, wenn ich die Intention habe, erleuchtet zu sein, dann habe ich mich nach deinen Worten schon beschränkt. Oder wenn ich ein bestimmtes Ziel mir vorgebe, habe ich auch nach meinem Empfinden, ja, was sind Ihre Ziele? Das sind ja so die Jahresgespräche, ne? Umsatz, ne? Steigerung und sonst was. Habe ich ja, sag ich mal, die Möglichkeiten des Lebens schon beschränkt. Ja. Ja, also durch diesen Fokus. Natürlich gibt es Menschen, also hier, komme jetzt nicht auf den Titel, aber ne, also Leute wie Henry Ford oder so, die wie ein Panzer durchgehen, weil sie das Ziel haben und ja, kein Zweifel. Und aber das könnte für mich nie die Intention sein, einem ganz konkreten Ziel, nur diesem Ziel zu folgen, statt offen auf die Suche, mich auf die Suche zu machen. Ja. Was in mir steckt, was ich durch mich ausdrücken will, auf einzigartige Weise in dieser 3D-Welt. Ja, und also was man sich für mich halt bewusst sein darf, ja, also alle diese Philosophien, das sind alles Konzepte des Verstandes, also das ist der menschliche Versuch, unser Erleben, unser ganzes Sein findet ja mehrdimensional statt. Diese mentale Ebene ist ja nur eine dieser Ebenen und ich kann da natürlich, der Verstand kann auch vor allem im Nachhinein sehr viel verstehen, nur Ziele formuliere ich aus meinem Verstand heraus und da ist es für mich, da darf man vorsichtig sein, weil was ist der Verstand? Der Verstand ist nichts anderes als eine Akkumulation von Erinnerungen. Was ich generiert habe über den Lauf meines Lebens jetzt mit dem, wenn ich ein zukünftiges Ziel mit meinem Verstand formuliere, dann formuliere ich eigentlich ein Ziel aus der Vergangenheit.
Ja. Und das ist das, da darf man sich auch bewusst sein, eben, und diese ganzen Philosophienkonzepte, die haben Menschen niedergeschrieben, die wurden über Jahrhunderte, Jahrtausende dort und da verändert. Jeder, der etwas channelt, da kommen viele gute Informationen durch viele gute Menschen, aber auch da darf man eben vorsichtig sein, das als die Wahrheit, weil jeder bis zu einem gewissen Grad, sage ich mal, durch dieses menschliche Dasein seine Verschmutzungen, nenne ich es jetzt einmal, aber nicht im negativen Sinne einfach hart, ja, seine gewissen blinden Flecken, und das Wasser ist dann immer ein bisschen trüb. Ja. Und ich sag mal, mir fällt jetzt das Luziferische ein, also das Luziferische als Lux ist das Licht, ja, also Lichtbringer, ja. Der Lichtbringer. Luzifer, der Lichtbringer. Es gibt ja auch die Lichtkrieger und der Lichtbringer, und der eine oder andere wird als solcher bezeichnet. Und ich meine auch, mich erinnern zu können, dass man sagt, also ein Juru ist übersetzt der, der Licht ins Dunkle bringt. Mhm, ja. Okay. Dass diese luziferischen Kräfte im Moment richtig gut, gerade im spirituellen Bereich, zu Hause sind und gut arbeiten, um sozusagen die Ego-Kräfte nochmal eben sozusagen eine Stufe höher zu kultivieren, ja, und zu nähren, ja, weil es ist ein Ausweis der spirituellen Reife, wenn ich da drüber schwebe, mich von nichts mehr, ne, selbstständig, ja, nichts mehr berühren lasse. Wer kann das? Weißt du, was ich meine? Also da muss man wirklich mal ganz ehrlich sein, wir leben alle in dieser Welt, und jeder, der mir erklärt, also dass diese Zeit, gerade die Zeitqualität jetzt, stellt uns alle vor Herausforderungen. Mhm. Es ist natürlich für diejenigen leichter, die erkannt haben auf ihrem Selbsterkenntnisweg, das Leben ist erstens einmal immer Bewegung, es ist permanente Veränderung. Du bist gut dran, wenn du eine gewisse Flexibilität, nämlich auf allen Ebenen, körperlich, emotional und auch mental, hinbekommst. Ja. Aber trotzdem ist es für, ich glaube nicht dran, dass es jemanden überhaupt nicht berührt. Also, und ich glaube auch, dass wir jetzt zu der Zeit hier sind, weil wir das erleben wollen. Mhm. Ich habe das kommen gespürt, dass irgendwas wirklich große Veränderung am Horizont steht. Zwei Jahre, die letzten zwei Jahre vor Corona waren mir zu ruhig. Und ich hatte das Gefühl, es ist schon Ruhe vor dem Sturm. Und ich glaube, das hat erst alles so richtig begonnen. Aber ich glaube halt, dass jetzt wirklich die Zeit ist, echt Wahrheiten zu sprechen, die vielleicht auch für manchen kontrovers sind. Ja. Also ich hatte letztens eine Diskussion, und ich persönlich, ich bin da so, ich bin demütig vor dem, was viele Menschen, welche Wege sie gegangen sind, was sie geschaffen haben, so Leute wie der Dalai Lama zum Beispiel. Ja. Und es ist für mich auch wirklich in jedem eigenen Ermessen, möchte ich mich impfen lassen oder nicht. Ja, ich weiß, was unten unter den Kommentaren jetzt steht, ne? Dalai Lama als ich verurteile Teil mich, des ja, Systems. Und genau das ist, ja, aber das ist es. Ja. Er ist auch ein Mensch. Ja? Mhm. Nur für mich war das dann so, in einer Diskussion habe ich das eben aufgeworfen, weil jemand dann gleich der Dalai Lama, ein erleuchteter Meister auf unserer Erde, und ich dann schon gesagt habe, naja, für mich, ich will nicht das schmälern, was der alles, auf keinen Fall. Und ich habe da den größten, größten Respekt, bitte. Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn jemand sowas tut, für mich geht Spiritualität und das viel einher mit Natürlichkeit, Verbundenheit mit der Natur. Das, was wir da machen mit diesen Impfstoffen und so, ist für mich ein Eingriff in die Natur auf einer Ebene, wo ich nicht an Bord bin, so quasi. Mhm. Ja. Und ich kritisch hinterfrage diejenigen, die dann vor allem, okay, jeder spirituelle Führer, es war auch der mit dem Veit Lindauer, glaube ich, der ist auch angekreidet worden, weil er sich geäußert hat. Ich muss sagen, also ich finde, jetzt ist die Zeit, Akzeptanz zu lernen. Das zeigt, wie viel Frieden ich in mir selbst habe. Jeder von uns hat die freie Wahl, das zu entscheiden. Ich habe für mich definiert, was Spiritualität für mich ist und von was ich mich inspirieren lassen möchte. Und ich bin inspiriert von der Natur, weil wir sind diesen Zyklen und diesen Kräften
Kräften unterworfen. Da können wir noch so oft glauben, wir können künstliche Welten schaffen, in denen gelten für uns andere Gesetze. Ja, Freunde, die sind noch drauf dann quasi. Die anderen gibt es trotzdem immer noch. Ja. Und ich glaube, dass mein Körper so geschaffen ist, dass der auf dieser Welt gut mit den Dingen umgehen kann, wenn ich ein gewisses Wissen habe. Und das darf ich man sich selbst aneignen, muss man. Ja. Ja. Und ich gehe aber den Weg der Natur. Und ich hinterfrage immer, was ist für mich zu viel Eingriff in die Natur. Und ich bin dann jemand, der sagt, ich ernähre mich lieber gesund, ich schaue, dass ich mich bewege, Sonne, diese ganzen Dinge, dass es meinem Körper einfach gut geht. Ja. Und auf das verlasse ich mich lieber, weil ich glaube, ich bin so geschaffen, dass es, und wir hätten ja nicht überlebt über so viele Tausende von Jahren, wo es keine Impfungen gab. Ja. Die hatten, wenn sich der Neandertaler verletzt hat und nachher ist der irgendwo am Erdboden gestürzt, da gab es keine Tetanus-Impfung. Ja, also ich grab mit meinen, ich habe immer irgendwelche Verletzungen an meinen Händen, meistens vom Gärtnern. Ich grab da in der Erde herum mit offenen Stellen. Ich bin nicht Tetanus geimpft, ich habe nichts, weil mein Immunsystem funktioniert. Ja. Und ab und zu ist man krank. Das Immunsystem ist ja wie ein Muskel. Deswegen sind so Dinge wie Lockdown und so, und das haben viele Virologen auch gesagt, eigentlich wirklich sehr kontraproduktiv, weil es die Leute noch mehr, du bist mit deinem eigenen kleinen Mikrobiom alleine und je weniger du ausgehst, deswegen Hygiene ist gut und schön in Großstädten notwendig, weil es war ja auch nicht gedacht, dass so viele Menschen auf so engem Raum gemeinsam leben. Ja? Eine gewisse Grundhygiene, aber sich überhaupt nichts mehr auszusetzen, trainiert ja auch das Immunsystem nicht. Ja. Und ich glaube nicht, dass das durch eine Impfung zu ersetzen ist. Ich glaube, das ist der menschliche Verstand, der sich wieder überschätzt. Ich sag mal, das ist ein Riesenthema, ja. Was damit noch alles transportiert werden soll, wie auch immer. Ne, wie heißt das? Internet der Bio-Nano-Things oder wie auch immer. Mhm. Riesenfeld. Aber wir sind ja bei den spirituellen Irrwegen. Also. Ja, das ist ein Irrweg, nicht der Natur zu folgen. Genau. Für mich auch. Das ist ein großer Irrweg. Nämlich das ist eben das Nächste, dass Menschen einmal erkennen dürfen, wir sind mehrdimensional. Und wenn ich diesen Weg wirklich gehen möchte, in mein Potenzial kommen möchte, dann darf ich mich und muss mich um jede dieser Dimensionen, die ich bin, kümmern. Und ne, das ist ja ein Merkmal von vielen Konzepten, die den Körper sozusagen, ne, selbst Sokrates, ne, der sagt, ich bin gefangen, meine Seele ist gefangen im Körper, dass wir dann andere Schau haben, weil ohne diesen Körper können wir nicht fühlen. Das ist unser Erlebensinstrument. Gänsehaut erfahren oder Sekt in den Zellen, ja, oder Schmetterlinge im Bauch oder was auch immer. Das ist ja ein Potpourri, ein Füllhorn von Empfindungen, die wir nur durch auf der körperlichen Ebene fühlen können. Ja, und das ist halt auch die Frage, eben, da darf man auch Sokrates hinterfragen, weil wenn er sich in seinem Körper so eingesperrt gefühlt hat, dann hätte er sich vielleicht die Frage stellen dürfen, was kann ich machen, damit mein Körper flexibler wird. Ja. Es ist halt der Aspekt, der mir beim Yoga so gut gefällt, ist, du baust Kraft auf, wirklich tiefen Muskulatur. Ich mache Hatha-Yoga, das ist traditionell, die Positionen länger zu halten. Ja? Mhm. Aber auch viel diese Flexibilität. Also ich für meinen Teil fühle mich in meinem Körper nicht gefangen. Ist, dass dieser Körper und natürlich wie schnell ich wo sein kann, dass das gewissen Limitationen unterliegt, ja, mit dem darf man sich abfinden. Und ich glaube, da kommt das nächste Thema, eben sich damit abzufinden, dass dieses menschliche Erleben eine gewisse Dimension ist, die man auch bis zu einem gewissen Grad dehnen kann, aber nicht übersteigen. Mhm. Und man erzeugt sich selbst sehr viel Leid damit, diese Wahrheit nicht anzuerkennen. Ja. Der Begrenzung. Also einerseits, dass es körperlich einfach schon begrenzt ist. Ja. Ja, was dieser Körper so ertragen kann. Wir können Maschinen erfinden, die irrsinnig hohe Geschwindigkeiten erreichen. Die Frage ist, bis zu was für einem Grad macht der Körper dort dann mit. Ja? Ja, ja. Und es ist der Mensch, und gerade in unserer Zeit ist es dieses, in Englisch nennt man das Instant Gratification, diese sofortige Belohnung. Du bestellst was auf Amazon, 2 Tage später ist es da. Du postest etwas auf Facebook, like, like, like. Ja.
Dopamin-Hits im Gehirn. Und das ist eben, was ich meine, mit wirklich diesen Körper kennenzulernen, ist nämlich auch die Psyche ist ein Teil davon. Und Menschen überschätzen oft oder, wie soll ich sagen, glauben oft, dass gewisse Dinge nicht auf sie zutrifft. Und da gibt es aber, es gibt gewisse Dynamiken, dieser menschliche Körper als Mensch funktioniert, es gibt eine gewisse Funktionsweise. Und auch wenn wir alle individuell sind, ist diese Funktionsweise gleich, weil ich weiß, dass wenn ich mir, ich bin sehr bewusst mit dem, was ich mir an Informationen zuführe, wie viel Zeit ich auf Social Media verbringe, weil ich weiß, dass ich kann es bis zu einem gewissen Grad steuern, dass ich gewisse Dinge nicht im Unterbewusstsein festsitzen. Wenn ich mir jedoch diese Dinge dauernd zuführe, es sind 90% unserer Wahrnehmung ist unterbewusst. Mehr, und wahrscheinlich mehr. Kommt darauf an, eben je nachdem, auf was für einen Weg jemand ist, kannst du schon bewusster werden. Und du merkst dann auch, okay, gewisse Dinge für einen kürzeren Zeitraum oder so kann ich mir alles anschauen. Ich muss aber dann schon bewusst hören, dass ich sagen kann, das ist die Information brauche ich nicht. Ja? Nee. Da gibt es eben gewisse Limitationen und manche Leute glauben, du kannst den ganzen Tag der Fernseher laufen und das macht ja nichts und es gehen die Informationen in dein Unterbewusstsein und was da halt drinnen sitzt auch und die Ängste und das kreiert deine Realität mit. Ja. Mhm. Und wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dann werde ich aber die Macht oder das Potenzial in diesem Leben auch nicht wirklich erreichen können. Und da steht keiner von uns, der in einem menschlichen Körper ist, drüber. Niemand. Auch wenn es genug Menschen gibt, die glauben, dass es so ist. Ja. Es ist einfach, man darf, glaube ich, dieses Sein als Mensch mit Demut annehmen. Aber ultimativ ist es ein Geschenk. Ja. Und das sind eben diese Dinge. Ich würde niemandem erzählen, puh, geh auf jeden Fall den Weg der Selbsterkenntnis, das ist so super. Und ich war immer jemand, die Menschen eher zu warnen, auch zu sagen, wenn du dich für diesen Weg entscheidest, sei dir bewusst, wenn du dich selbst betrügst und du dann dieses spirituelle Ego entwickelst, das, was dir auf den Kopf fallen wird, ist exponentiell größer, als hättest du dich für diesen Weg nicht entschieden. Und das ist vor allem, das ist, wer die innere Entscheidung getroffen hat, diesen Weg zu gehen, darf das durchziehen. Und das ist durchaus die meiste Zeit sogar nicht angenehm, weil es schält alles das von dir weg, was du nicht bist in Wahrheit. Mhm. Ja. So wie Michelangelo gefragt wurde, wie schaffst du das, einen Löwen so naturgetreu darzustellen? Ach, sagt er, das ist doch ganz einfach, ich nehme nur alles weg, was nicht Löwe ist. Ja, also das... den Rucksack auspacken und zu sagen, was ist eigentlich meins? Und den anderen auch zurückgeben, das, was sie nicht gelöst haben, aber es nicht meine Aufgabe ist, zu lösen. Ich gebe euch das zurück, weil ich euch das zutraue, es jetzt für euch zu transformieren oder zurück zur Quelle. Ja, eine Freundin hat mir da so einen Ahnentisch, ein Ritual verraten, wie sie, also mit den Ahnen der weiblichen, also der mütterlichen Linie, die einlädt und ihnen ihren Respekt und ihre Achtung versichert, aber hier bekommt ihr das zurück, was ich für euch hier meinte, tragen zu müssen. Und so. Also da machen sich immer mehr Menschen jetzt auf dem Weg, auch das zu erkennen. Diese Körperlichkeit hat ja auch was mit sozusagen, dass Menschen in ihrer Körperlichkeit vor uns da waren, ohne die wir gar nicht wären. Mhm. Also auf dieser physischen Ebene, bis hin zu den wirklich physiognomischen Ähnlichkeiten, mit dem Onkel oder solche Sachen. Und dieses Einssein mit allen, das ist wunderschön. Nur wenn du dann mal so näher nachprüfst, wenn das im konkreten Alltag gelebt werden will, zum Beispiel mit dem Ex oder mit der Ex, es gibt ja auch Ausnahmen, oder so. Aber das ist aber das, wo wir uns bewusst sein dürfen. Wir leben in einer Welt der Polaritäten. Ja. Und da natürlich weiß ich und ich habe erfahren, so, wie soll ich sagen, mehrmals, aber dieses,
die Erwartungshaltung dann immer zu fühlen, dass ich mit allem eins bin, wenn ich aber in diesem menschlichen Körper in der materiellen Welt sichtlich getrennt bin. Und das ist eben das, wo... Das ist ja ein wichtiger Aspekt. Ja. Also ich sage, ich bin mit allem eins, aber mit meinem Körper fühle ich mich eigentlich getrennt. Ja, erstens mal getrennt vom eigenen Körper, weil halt natürlich so ist, wir wissen, dass dieser Körper sterblich ist und da ist es natürlich, dass irgendwie so die Psyche auch bis zu einem gewissen Grad vor dieser Körperlichkeit fliehen möchte, der Verstand, weil er weiß, dass es vergeht. Ja. Eines Tages ist es nicht mehr. Und auf der anderen Seite aber ist ja mein Körper ist getrennt von deinem. Diese Wahrnehmung können wir nicht... Ich weiß, wie sich meine rechte Hand jetzt anfühlt. Ich weiß nicht, wie sich deine anfühlt. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Also energetisch. Und wirklich also viele spirituelle Konzepte sind für mich halt beschrieben aus einer gewissen Dimension, die es auch gibt. Ja? Mhm. Aber auch dieses, du kannst in einem normalen Alltagsleben, und jeder von uns hat das bis zu einem gewissen Grad, nicht immer mit allem in jeder Sekunde verbunden fühlen. Ja. Also es ist schon, und diese Ebene eben gerade mit, es gibt auch spirituelle Richtungen, die eher auch die emotionale Ebene komplett so quasi, das wird so ausgeschaltet, oder man ist jetzt nur auf der Suche nach Bliss, nach dieser Glückseligkeit. Ja. Ich habe halt auch gesehen, da sind viele Techniken, die viel Atemtechniken und so, die machen viel mit dem Körper und dienen aber dann auch oft nicht zur Selbstbemächtigung, sondern mehr zu Ausweichmechanismen von gewissen Dingen, weil man eben merkt, okay, ich kann meine Frequenz mit diesen Praktiken erhöhen. Ja? Ja. Das Ding ist, dass du kommst im Leben eben immer wieder an Punkte, wo du aus irgendeinem Grund lahmgelegt wirst und du gewisse Dinge nicht so durchführen kannst und dann geht es wieder in den Keller. Was bin ich ohne meine Werkzeuge? Zurück, ne? Ja. Und es wirklich für mich geht es darum, eben, ich habe gesehen, viele Menschen verstehen mit die Konzepte der Spiritualität viel mit dem Verstand. Aber wo wir jetzt sind, ist, wir reden jetzt viel über Spiritualität. Es muss, darf jetzt beginnen und muss es auch, dass es gelebt wird. Und da ist noch eine riesen Kluft, würde ich mal sagen, da. Und ich würde nicht sagen, dass ich da perfekt bin, aber also ich habe wirklich meine spirituellen Praktik, meine Tools, und die wende ich an mit einer gewissen Kontinuität. Und das sehe ich, dass das irrsinnig wichtig ist. Und da darf ich aber auch mal hergehen, die Dinge für mich formulieren, dass mir Gedanken machen, mal ein paar Sachen probieren an Techniken und Praktiken, ob das Qigong ist oder ob das irgendein Kampfsport ist, ob das Yoga ist, was auch immer. Ja. Und Meditation, welche Art von Meditation, was da für mich am besten funktioniert, ist eine Gehmeditation oder Abwaschen. Eine geführte, egal was. Aber schon auch, also ich bin ein Fan davon, den Leuten zu sagen, okay, versucht es aber auch, eine Meditationspraxis an den Tag zu legen, wo ihr wirklich nichts tut. Weil jedes Tun schon irgendwo, es verlangt einen gewissen Fokus auf das, und Meditation soll dazu da sein, dass all das hochkommt, was nicht angenehm ist, und das kann nur hochkommen, wenn der Körper, also ich bin da immer für sensorische Deprivation, Schlafbrille, Lärmschutz, und dann wirklich entweder hinsetzen. Sensorische Deprivation. Ja. Oi, 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 das heißt, du nimmst also quasi Außenreize möglichst viele weg, wie halt in deinem, da gibt es ja auch diese Floating Tanks, das kann sich natürlich nur nicht jeder leisten, ja, aber man kann das günstig machen, Schlafbrille, wirklich Lärmschutzkopfhörer, und dann auf die Yogamatte setzen oder legen, schauen, dass ich echt Kleidung trage, die mich möglichst wenig sensorisch irgendwie irritiert, das von der Temperatur her passt. Und dann ist halt wirklich, da ist halt wirklich der Raum dafür da. Und das ist nicht angenehm, nicht immer, weil da kommen die Dinge hoch, die sonst, wenn der Fokus doch irgendwo anders ist, vielleicht nicht aufkommen würden. Und für mich ist Meditation auch viel dann Gefühle zuzulassen, sehen, okay, da hat sich wieder irgendwas, habe ich da wieder so nach unten geschoben, und wenn es aber dann einmal ganz ruhig ist und ich wirklich nur meine Atmung wahrnehme, ja, und ich verdränge auch keine Gedanken, ich stelle mir die immer vor wie Wolken, wenn einer kommt, zieht er halt vorbei. Die dürfen, es darf alles sein. Ja. Und dann kommen auch gewisse emotionale Zustände,
Und da habe ich halt erkannt, mit einer gewissen Meditationspraxis, wenn du geübt hast, Gedanken gehen zu lassen, nicht darauf einzusteigen, dann oft ist es so, wir fühlen ein Gefühl, zum Beispiel aus irgendeinem Grund bist du traurig und dann beginnt dein Verstand, dir eine Geschichte zu erzählen, warum du noch trauriger sein könntest und wer dich dort da oder da verletzt hat und was als Kind passiert ist. Und das ist das, was uns in diesen Gefühlszuständen für lange Zeit hält. Wenn ich es schaffe, und das ist wirklich, da erfordert es Praxis. Also Meditation ist auch nicht, Meditation ist nicht, das meister ich nicht. Das ist auch nicht dazu gedacht, das ist kein Ziel, das zu erreichen gilt, sondern es ist ja wirklich nur mit sich selbst zu sein. Ja? Mhm. Dann nach und nach kann ich wirklich es steuern, nicht auf irgendwelche, ich kann das Gefühl fühlen, ohne dass ich eine gedankliche Geschichte dazu brauche. Ich analysiere auch mittlerweile gar nicht immer, warum bin ich jetzt traurig. Das ist, finde ich, auch eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, in der ersten Instanz, wenn ich mich auf diesen Weg der Selbsterkenntnis begebe, ist es schon wichtig, auch für den Verstand gewisse Dinge über mich selbst zu verstehen. Und zu wissen, wo etwas herkommt. Wenn ich einen gewissen Grad an Selbsterkenntnis schon erreicht habe, ist nicht jedes Gefühl, das jetzt da ist, muss jetzt nicht hinterfragt werden, wo es herkommt. Weil mich verletzt an dem Umgang der Menschen oder wie es auf unser, mich verletzt da viel an einem Tag. Weil ich halt euch, wenn du Bewusstsein hast, kannst du gewisse Dynamiken nicht sehen. Es ist deine Realität. Ich sehe die Dinge. Wie soll ich sagen, wo Leute beim Fortgehen oder so glauben, sie haben jetzt Spaß, sich in Wahrheit mit Alkohol und allem Möglichen betäuben und wo ich sehe, was da wirklich dahinter steckt, ist sehr traurig. Und da, ich bin ein tief mitfühlender Mensch und das, ich weiß aber, wie diese Welt ist und wir sind in einem, wir müssen das auch alles bis zu einem gewissen Grad erleben, weil Leid erzeugt erst die Bereitschaft, meistens wirklich Veränderungen hervorzubringen. Ich habe es nach und nach gelernt, mich Dingen früher zu stellen. Dann muss man nicht warten. Ich sage immer, das Leben klopft ein paar Mal an die Türe an mit irgendwelchen Signalen. Und dann, wenn ich die Tür nicht aufmache, fällt mir wer mit der Tür ins Haus. Und da habe ich gelernt, ich kann das Klopfen schon früher wahrnehmen. Meine Wahrnehmung wird besser. Ich kann mich gewissen Dingen stellen. Und es ist für mich, da zu sitzen, jetzt nicht selbstverständlich. Es ist nicht immer einfach, über diese Dinge zu sprechen, den Mut auch zu haben, rauszugehen mit gewissen Dingen. Vor allem, wenn man jemand ist, der einfach kritisch hinterfragt und eher für viele Menschen eine Kontroversen aufwirft, weil es halt mit Weltbildern oft kollidiert. Deswegen heißt mein Blog auch Provokat, weil ich einfach eher... Provo-Kat. Ja. Also in Facebook. Ja. Also, ja. Genau. Darüber sind wir ja in Kontakt gekommen, dass ich da irgendwas gesehen habe, was bei mir in Resonanz gekommen ist. Und dann hat es dazu geführt, dass du hier bist. Magst du sozusagen eine Art Schlusswort. Leute, habt Acht, wenn ihr euch auf diesem Pfad begibt. Auf 1, 2, auf ein 3 was. Wir sind in Sachsen. In Sachsen gibt es immer ein 3 was. Also alle guten Dinge sind 3. Vielleicht einfach mal zu reduzieren. Ja. Die wichtigsten Dinge, worauf es gilt, zu achten, wenn wir uns auf diesem Pfad begeben, um nicht den Irrlichtern zu folgen. Also oder zumindest zu erkennen, wenn ich auf dem Pfad bin, einem Irrlicht zu folgen, das mich von mir selber an meinem Innersten, meiner Quelle ablenken will. Also ich glaube, die erste Botschaft, die ich wirklich raustragen möchte, ist eben Ehrlichkeit wieder höher zu halten. Und das ist auch durchaus, was man mit sich selbst auch üben muss. Das Zweite ist wirklich, Dinge kritisch zu hinterfragen, zu sehen, wir sind alle Menschen. Es bringt eben, wie gesagt, nichts mehr, diese alte Denkweise, dass wir dauernd irgendetwas verehren möchten oder auch diese ganzen Philosophien, ist eigentlich etwas im Außen. Und sie predigen aber, die Wahrheit liegt in deinem Innen, dann geben sie da einen ganzen Weg vor, wie du zu deinem Innen kommst. Den Weg, den darfst du selbst entdecken. Und dabei
hilft vor allem Erfahrungen machen und diese Irrwege sind ja, es ist gut, wenn man sich gewissen, wenn man sich Dingen bewusst ist, ja, aber es ist erst dann für mich ein Fehler, wenn man aus einer Erfahrung nichts lernt. Sonst, also es existieren keine Fehler für mich. Und mein Ansatz des Ganzen ist eben wirklich, die Message rauszutragen, wirklich alles zu hinterfragen, zu wissen, dass Spiritualität ein Weg mehrerer Ebenen ist. Jede deiner Ebenen hat ihren Platz und soll ihn auch haben, wenn du in dein Potenzial kommen möchtest. Und immer darauf zu achten, und das merke ich relativ schnell, wenn jemand eine andere Wahrnehmung oder Wahrheit hat als die meine. Und es triggert in mir die Unruhe und ich möchte demjenigen dann mein Weltbild überstülpen, dann habe ich selbst für mich die große rote Fahne entdeckt, die sagt, du wirst gerade dogmatisch. Mhm. Und wer wirklich nach Wahrheit sucht, der erkennt, dass dogmatische, das Festhalten an irgendwelchen Gedankenkonstrukten, das ist eine permanente Weiterentwicklung. Vielleicht ist vieles von dem, was ich heute sage, werde ich in einem Jahr noch einen anderen Blickwinkel haben von weiter oben. Ja. Aber sich grundsätzlich dessen bewusst zu sein, überall, wo du Trigger hast, sind die Themen, wo du hinschauen darfst. Mhm. Und es bringt nichts, es bringt dich nicht weiter zu sagen, es ist zwar mir passiert, aber es hat mit mir nichts zu tun. Und das wünsche ich uns allen, dass wir uns trauen, da mehr hinzuschauen, Ehrlichkeit an den Tag zu legen und auch andere Menschen, wir dürfen alle Menschen sein. Und nur weil jemand bekannt ist mit etwas oder so, finde ich es dann auch nicht okay, wenn man von diesen Leuten, würden wir dann auch Außergewöhnliches permanent verlangen. Diese Menschen müssen unfehlbar sein und so. Genau, und umgekehrt auch, also jede Vereinigung oder, ne, ich will das Wort Sekte jetzt nicht nehmen, dann müsste ich die Kirchen ja auch dazu zählen. Also die von mir verlangen, dass ich ein bestimmtes Konzept entweder als Ganzes nehme oder gar nicht. Mhm. Genau. Das ist für mich ein Irrlicht. Genau, ja, absolut. Ja, also weil, ne, das ist aber, nimm dir die Werkzeuge und die Praktiken, die für dich funktionieren, aber spirituelle Suche ist die Suche nach Selbsterkenntnis und nichts, eben, du weißt nicht, jeder ist so individuell, das darf selbst gefunden werden. Alles andere ist ein Irrlicht. Verwende die Werkzeuge, aber verliere dich nicht in Identifikationen mit irgendwelchen Wegen oder irgendwelche Dogmen. Du kannst immer Neues lernen. Hinterfrage dein eigenes Wissen. Es gibt so viele Dimensionen, wo Wahrheiten noch dahinter stecken. Und die Suche, die ändert nie, glaube ich. Genau. Und das Ziel einfach, diese Erkenntnis zu erweitern, ohne mich dabei zu verurteilen. Und somit natürlich auch die anderen nicht. Liebe Katrin, ich danke dir für dieses zweite Gespräch. Und ich glaube, da ist ganz viel drin, was Menschen zum Nachdenken inspiriert und nachfühlen, auf welchem Weg sie sich jetzt gerade befinden, ohne sich zu verurteilen. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Vielen, vielen lieben Dank, Katrin. Danke, Götz. Und da draußen finden wir die Lösung nicht, aber das draußen kann unser Spiegel sein und das für mich auch nochmal hervorzuheben, dass wir uns nach unserer Intention fragen, wenn wir uns auf diesen Weg begeben. Intention ist die Seele der Tat. Ich danke für eure Aufmerksamkeitsenergie und wünsche euch, dass ihr euren eigenen, ureigenen Weg findet mit den Werkzeugen, die zu euch passen. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Neue Horizonte TV und sage für heute Tschüss.